Hallo ihr Süßen und willkommen zurück zu Destiny. Ja, als nächstes haben wir zwei Missionen zur Auswahl. Einmal der Kriegsgeist, Level 4 Story. Und einmal das dunkle Innere, Level 3 Story. Und der normale Verstand sagt mir, nimm doch erstmal die niedrigere Story. Das werden wir dann jetzt auch machen. Mission starten, das dunkle Innere. Mir war so, als hätte ich... Hat mich das nicht in der Alpha gezeigt? Die Mission, das war mir irgendwie so... Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber... Die Mission sagt mir auf jeden Fall was. So. Berichten zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da oder etwas Wertvolles. Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen. Okay, die Himmelswacht ist gleich hinter den Steppen. Und von Gefallenen umzingelt. Also, von Gefallenen umzingelt. Begib dich zur Himmelswacht. Und jetzt gucken wir nochmal. Nein, wir können immer noch nicht unseren Gleiter rufen. Mir war aber so, als hätte ich den jetzt schon. Oder kriege ich den ab Level 4? Naja, werden wir sehen. Ihr macht ganz schön Damage. Ich habe eben gerade offscreen noch ein paar Panzerungen angelegt, die ich so eingesammelt habe. Nichts Spektakuläres. Nichts, was man jetzt dauerhaft immer zeigen müsste. Also ihr habt jetzt nichts wirklich verpasst. So. Ah, das Gleiten ist verfügbar. Stimmt. Jetzt kann ich gleiten! So, aufpassen, dass ich hier nicht so ins runterfalle. Um neue Städte zu gründen. Und jetzt holen sich die Gefallenen die Reste. Ich glaube, jetzt kommt die Mission mit diesem. Was war das? Eine Witch? Eine Witch-Bitch? Irgend so eine Hexe oder so. Falterhof. Ich glaube, das ist die Mission. Wir werden gleich sehen. Da, auf dem Berg. Da, auf dem Berg. Mit dem Radar. Das ist die Himmelswacht. Okay. Und da auf dem Berg ist auch noch ein anderer Spieler. Dann werde ich mich mal beeilen. Dann kann ich mit dem die Mission nämlich zusammen machen. Muss ich mich nie so anstrengen. Oder ich muss mich doppelt anstrengen, weil er nichts gebacken bekommt. Das kann natürlich auch sein. Mann, war das in der Beta auch so, dass ihr so Hammer Damage gemacht habt? Das ist ja... Oh, der ist aber schon weit. Da komme ich bestimmt nicht hinterher. Warte auf mich! Hui! Da sind doch Feinde. Guten Tag. Oh, Level 7. Ja, ich bin weg. Der schießt mich ein oder zweimal an und ich bin weg. Wieso ist der Level 7 hier unten? Ach, der rennt woanders hin. Der muss... Ja, aber der ist Level 3. Der kann jetzt keine andere Mission haben. Das glaube ich nicht. Oder hat er schon Level 4 Mission? Egal, das kriegen wir auch ohne männliche Unterstützung hin. Kleine Sapsack. Ah, der snipert von da hinten, okay. Hab ich einen Snipey-Pipey an meiner Seite. Snipey-Pipey. Schnieper-Pieper. Komm, Süße, komm. Komm, ich beiße nicht. Jedenfalls nicht immer. Ab und zu beiße ich. Nur ein bisschen. Komm hier. Oh, wie er sich nicht traut, ne? Komm. Hier lauert die schwarze Wippe. Erst habe ich Sex mit dir und dann sauge ich dich aus. So, wir ja, ganz drin. Normal, ne? Das war eine alte Anlage der Himmelswacht, die mit den Mondkolonien verbunden war. Kommt er jetzt?
Auf jeden Fall kämpft er. Ich kann auch nichts dafür, wenn er da kämpft. Er wollte ja nicht kommen. Wenn er ein bisschen Angst vor mir hat. Mein Gott. So ist das halt. Die Mission, die kenne ich doch aus der Alpha. Und jetzt muss ich den Geist hier randütschen. Die Gefallenen haben das Tor verriegelt. Hier. Aber ich krieg es auf. Ja, ich weiß, dass du es aufkriegst. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich glaube, ich spiele erst seit 3 Minuten oder so. Wie gesagt, 15 Minuten ist vielleicht für mich ein bisschen ungewöhnlich, weil ich ja gerne länger zocke, aber ich denke mal, es ist vollkommen ausreichend. Und die Konzentration eines YouTuber-Zuschauers lässt sowieso nach 10 Minuten total nach, von daher. Ich weiß, was mich jetzt erwartet. Ich habe eine Blendgranate, das ist sehr schön. Ich gehe mal... Jetzt kommen nämlich ganz viele Viecher an. Horror! So. Susi hatte nämlich keine Angst, ja? Das kann nicht sein. Och, das kann sein. Das kann alles sein. Ich überlege gerade, wann ich meine Blendgranate schmeiße. Ich glaube jetzt... Ich habe mir ja auch noch die Betas, Alphas, was weiß ich, von anderen Let's Playern angeschaut. Manche, auch wenn sie in einer Gruppe sind, ne, die stellen sich manchmal echt an, wo ich mir denke, warum krepiert ihr denn gleich? Aber okay. Da darf man keine Angst haben, einfach drauf zu. Okay, ich bin in der zweiten Folge jetzt auch gestorben. Ne? Aber das war halt, weil ich nicht warten konnte. Weil ich muss meinen nach vorne stürmen Drang, ja, den muss ich gewaltig reduzieren. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschießen. Du musst es abschießen. Ah. Die wollen alle nur an meinen Körper. Ihr wollt alle nur an meinen Körper. Du Akolyt! Du Akolyt! Wie macht's mir Spaß? Immer so drauf zu und alles niedermetzeln, schnitzeln. Jetzt müsste ich nach dieser Sache, müsste ich eigentlich mein Super bekommen. Das ist meine Spezialfähigkeit. Die Hexe ist hier! Die Hexe! Ja, habe ich doch gesagt. Also meine Erinnerungsfähigkeit ist noch vorhanden. Wie gesagt, ab Level 8 ist das für mich total blind, das Spiel. Das tut mir ja leid, aber... Ich konnte nicht anders. Ich musste die Beta zocken. Komm her, wirf doch. Ah, es dauert ein bisschen, bis wir an die Hexe rankommen, weil hier noch ihre Handlanger angedöhnt kommen. Na? Ja, ja. Das wird nicht so das Problem für uns sein. Our Edge. So, hier schläft gerade mein Fuß ein, das ist wunderschön. So. Ich habe noch genug Muni, also brauche ich mir da jetzt keine Gedanken mehr. Noch nicht. Ich muss aufpassen. Oder ist sie alleine? Ne, hier sind noch andere. Na, jetzt kommen wir. Oh, ne. Oh, ich hab's ja gleich. Ich hab dich. Da ist die Hexe tot. Die Hexe, die ist tot. La 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 la. Okay, die Mission war elendig kurz. Wir machen jetzt noch eine.
Dunkelheit könnte viel näher sein, als wir denken. Die Dunkelheit. Also, keine Angst. Ich gucke mich hier nur nicht um, weil ich weiß, dass wir hier nochmal zurückkehren werden. Ist ja alles miteinander verzweigt und jetzt sowieso wieder in den Orbit transferiert. Chaosfaust habe ich immer noch nicht. Mensch. Naja, gut. Dann können wir ja jetzt zu unserer Base. Weil ich glaube, ich habe da noch ein verschlüsseltes Dingens bekommen. Gucken wir mal. Ziel festlegen. Turm. Starten. Wieso gibt es überhaupt einen Countdown? Wenn ich sage hin, dann hin hier. Hin hier. Vor allem, das dauert sowieso länger. Komm schön. Mach schön. Tu schön. Gutschi gut. Machen wir jetzt noch die Level 4 Mission. Die werden wir auf jeden Fall machen. Und umso länger das Spiel geht, umso länger werden auch die Missionen. Kann ich mich jedenfalls dran erinnern. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird. Aber ansonsten. Ich frage mich, ob man bei diesem Spiel auch Tutorials machen kann. Müsste ich mich noch informieren. Wie man versteckte Objekte findet oder so. Muss ich mal gucken. Weil so Tutorials finde ich immer klasse. Wenn man besondere Sachen anderen näher bringen kann. Level 20. Goodfella. Goodfella. Huch Gott. Der ist genau neben mir. Hier spawnt. Oh, guck mal, wie eifrig die hier losrennen. So nach dem Motto, ich muss spielen. Das ist der Kryptarch und der übersetzt uns das Engramm. Ausrüstung ist nur so gut wie Ausrüstung. Mehr habe ich echt nicht. Ich dachte, ich hätte noch was gefunden. Mal gucken. 12 Verteidigung, 15 Verteidigung. Level 4 erfordert das. So, dann hauen wir das mal raus. Das kommt weg. Das heben wir uns noch auf. Aber mehr haben wir leider nicht. Aber ich denke mal, Level 4 werden wir bald erreichen. Bald, bald. Da hinten ist noch was. Kriege ich bestimmt wieder was umsonst. Muss ich haben. Ich hätte jetzt, glaube ich, schon viel, viel weiter sein müssen im Level, aber... Okay. Okay, ist nicht so schlimm. Hi, Meister. Kriege ich was umsonst? Kann ich mir eins davon aussuchen? Oder kriege ich alles? Performance-Clown. Helm. 24, 34. Kann ich mir nur eins, ne? Ich habe gesehen, wie diese Rüstung direkt im Beschuss durch die Menschen. Ich darf mir nur eins aussuchen. Das ist aber geizig, ne? Aber 22 auf 34 ist schon mal eine Hausnummer. So. Okay, hier sind wir ja fertig, ne? Hier ist ja nichts mehr. Hier, Brummi 789. Hi, Brummi. Dann werden wir mal hier zurückgehen. Orbit. Schade, dass man, wenn man jetzt hier sich in diesem Turm befindet, nicht sofort die Mission aussuchen kann. Aber so ist das Spiel. Autsch. Ist mir echt der Fuß eingeschlafen. Aber ich sitze ja auch immer im Schneidersitz hier auf der Couch. So. Next Mission. Jetzt können wir zum Mond. Jetzt können wir irgendwelche dreckigen Sachen anstellen, die wir jetzt noch nicht anstellen. Ach so. Das kann ich jetzt wählen, um zu leveln. Da kann ich mich dann halt... Was weiß ich hier? Umschauen. Okay, das ist aber Level 8. Sehr schwer, ja. Das war in der Beta aber nicht gleich anwählbar, oder? Ne, wir nehmen jetzt erst Level 4. Damit wir auch Level 4 werden. Eigentlich ist das ein bisschen zu hoch, ne? Das werde ich auch gleich sehen, ne? Nein, nicht zu hoch, aber...
ging nicht so schnell kaputt. Man merkt schon den Levelunterschied. Man merkt ihn. Die Vorhut berichtet, dass sich die Gefallenen über Maschinen im Kosmodrom hermachen. Und ich vermute, dass sie nicht einfach nur plündern. Was immer sie suchen, wir sollten es vor ihnen finden. Was immer sie suchen, wir sollten es vor ihnen suchen. Neue Mission. Ich registriere starke Gefallenenaktivität bei der vergessenen Küste. Aber das ist meilenweit weg. Warte, hier gibt es ein Fahrzeugnetzwerk der Hüter. Damit könnten wir von unserem Schiff aus ein Bodenfahrzeug rufen. Los! Oh, Bodenfahrzeug, dann kriegen wir das wenigstens. Ich bin schon etwas gepanzerter. Wo ist er denn jetzt? Verarsch mich doch nicht. Hui! Das macht richtig Spaß hier. Ist hier keine andere Sau als ich hier? Die Noobs, auf die kann man sich auch nicht verlassen. Spielt echt, die sind alle schon so hohes Level. Da treffe ich gar keine anderen Leute an. Hui! Oh, da stand eben gerade irgendjemand aus meiner Nähe. Over irgendwas. Over meint? Oder was stand da? Bis jetzt war ich ja die ganze Zeit auf mich allein gestellt, von daher. Hier ist der Sparrow Link. Sparrow! Das kann ich gleich durch die Gegend flitzen. Ach, da hinten ist einer, ja, das ist Level 12, mit dem würde ich aber nicht durch die Gegend ziehen wollen. Krieg ich ja gleich auf die Fresse. Okay, wenn du den Sparrow nimmst, sind wir in ein paar Sekunden an der vergessenen Küste. So. Jetzt dürfen wir radeln. Ja, muss man bloß aufpassen, dass man sich da nicht von den Viechern runterschießen lässt, so wie ich jetzt hier. Der ist schon aufgefallen. Gerade ausgewählt, schon kaputt. Ja, so muss das sein. Das ist wie Star Wars, ne? Ich glaube, hier kamen gleich Gegner. Der ist schon am Brennen, ey. Explodiert er gleich? Nähern uns der Küste. Die Gefallenen benutzen eine Art Signalverstärker. Okay, da gehen wir mal runter. Was sie übertragen. Och, hallo! Oh, ey, immer dieses Verstecken hinter irgendwelchen Gegenständen, ja? Gib mir ganz viele XP. Ja, die verstecken sich hier schön in diesen Schiffswracks. Von wo? Den billigen Plätzen hier. Ging gar nicht so einfach. Tot. Muss man schon ganz schön drauf prügeln. Hi. Der ist irgendwie teleportiert. Fällt dir ein. So. Oh. Hier frisst das. Ah, Blindgranaten, die machen schon richtig schön Schaden. So, dann können wir jetzt hier den Geist dran ploppen. So, Geist. Du kannst dich mal umschauen. Ja, der redet irgendwas auf Russisch, was ich nicht kann.
bin ja schon froh, wenn ich ein bisschen Englisch kann. Das Signal ist gestört. Strasputje! Das wie dann ja! Ja, Jubel, ja! Ey, die Geschosse, die sind ätzend. So, müssen wir zum nächsten? Da müssen wir den nächsten Verstärker scannen. Ah, Drehmetallplatten. Ich glaube, damit kann ich meine Waffen aufpimpen. Irgendwas kommt hier angeflogen. Sag mir jetzt nicht, dass es hier so ein Event. Oh. Wo muss ich den denn verteidigen? Da passt er! Ich bin hier mitten im Krieg und dann muss ich hier noch ein anderes Event machen. Wo ist denn... Hallo? Da hinten, oder was? Wo ist so weit weg? Komm ich da noch hin? Ja, es sind so eine Zwischenevents, die zufällig auftreten. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich hier machen soll. Mal sehen. Dann kriegt man da ein paar Pünktchen, die ich dann auch gerne mitnehmen möchte. Dann mal los. Ich gebe dir Rückendeckung. Event beigetreten. Oh Gott, jetzt kommt noch her sonst wie. Hallo, guten Tag. What the fuck? What the fuck? Was soll ich denn machen? Oh, wo kommt die denn her hier? Ich bin so gut wie tot. Warum auch nicht? Auf einmal stand die da vor mir, ey. In mich drin standen die. Oh, die gehen jetzt gut tot. 24. Oh, hier sind, wie nennen sich die Viecher? Diese Getarnten. Ihr seid ein bisschen hoch vom Level. So, Level 5 ist, nice. Nice, Level 5. Wieso auch nicht? Level 5 gegen Level 3. Warum auch nicht? Ja. Die Events sind doch was Feines. Großbanne. Wo ist denn hier der Kollege? Level 5. Auf sie. Ja, ja, ich krieg das hin. Warum auch nicht? Oh, mein Kollege ist hinter mir. Friss! Doch! Oh, dieses Nachladen, ne? Ja. Ich möchte bitte schnell ein Nachladen haben. Und sowas von. Da sind Unsichtbare. Die sind ja sowas von ätzend. Die sind echt oberätzend. Oberätzend. Hallo. Verstecken ist nicht.
Verstecken ist Bebe! Oh, Alter. Ich brauche meine Superkraft, ey. Ich hab die nicht. Komm schon. Uns bleibt keine Zeit. Bleib konzentriert. What the fuck? Ich muss da, glaube ich, im Kreis bleiben, damit das teleportiert. Ich bin Event abgeschlossen. Gute Arbeit. Nächstes Mal kriegen wir alle. Gehst du auf den Sack da hinten mit deinem Level 5? Ist da Mimi? Okay. Event abgeschlossen. Habe ich jetzt hier irgendwas gekriegt, was Spektakuläres? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall. Oh! Susi hat keine Muni mehr. Okay. Ich glaube, er muss sich das Ding dann nochmal angucken, aber ich muss schon weiter. Ich muss nicht dahin. Ich räume schon mal den Weg frei, Kumpel. Das machen wir. Hui. Ich glaube hier in. Oh, wie viele Viechers. Hi! Ups, bin runtergefallen. So nicht geplant. Okay. Ich glaube, hier gibt es irgendwo eine Truhe. Mir war das so. Was wollte ich haben? Ich bin gleich Level 4 und dann bin ich stärker. Sind beide mit etwas in der Himmelswacht verbunden? Sehen wir uns das an. Okay, war irgendwo war hier eine Truhe. War das hier? Bin mir jetzt nicht sicher, aber hier war irgendwo. Oder der Typ hat die schon. Egal. Warte mal kurz, dann hole ich mir jetzt Transportmittel. Ja, bin kurz vorm Krepieren. Nein, echt jetzt wieder, Susi. Echt jetzt. Nein, 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 nein. Jetzt muss ich hier rechts und dann muss ich links. So, jetzt steigen wir mal ab. Hallo? Wieso wird mir da jetzt so ein großes Ding angezeigt? Nee, aber ich bin richtig hier, das weiß ich. Da ist die Himmelswacht. Die kennen wir ja schon. Bloß jetzt gehen wir von der anderen Seite rein. Wo ist er denn? Level 4. Ich will auch Level 4 sein, Mami. Oh. Bösi, bösi. Oh ja, gib mir Muni. Oh, bist du.
Oh, für Fresse. Prediger, was war denn das nochmal? Das war doch auch nicht gut, könnte. Schön. Dingerchen! Hi! So, können wir hier kurz mal eine Pause machen? Bei Prediger 20, Prediger 31. Das gefällt mir noch definitiv besser. 18, 17. Pech. Sonst noch haben wir ja hier nichts anderes, ne? Darf ich erst nehmen, wenn ich Level 4 bin, was ich immer noch nicht bin. Warum auch immer. Mir fehlen ja noch ein paar Tote. Gib mir noch ein paar Tote. Die Gefallenen sind mit irgendetwas hinten in diesem Raum verbunden. Aha. Ja, hier kommt schon wieder die Unsichtbaren. Ich mag euch total gerne, aber heute nicht. Ja, bin ich schon wieder gefallen, wie die auf mich zugestürmt sind, wie die Idioten, ey. Nein, lass mich rein. Ich will mir das gar nicht angucken. Sehr froh, dass ich meine Superfähigkeit nicht habe. Jetzt habe ich sie bestimmt. Kommt aber keine angerannt, oder? Was ist das? Oh. Konnte ich jetzt nicht meinen Super benutzen? War das nicht so? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Komm schon. Ah, hier habe ich was gefunden. Oh, ein Tier. So ein Geist. Stimmt ja, der war ja hier. Dass die immer ihr Leben wieder regenerieren, ey. Wie furchtbar. Na gut, ich mach das ja auch, aber trotzdem. Dicke hier, du machst aber Damage. Oh, jetzt muss er nachladen. Alter, ich brauche unbedingt eine bessere Schrotflinte. So, jetzt sind wir vorbereitet. Doch, sind wir. Gut. So, jetzt könnt ihr kommen hier. Die Gefallenen sind mit irgendetwas hinten in diesem Raum verbunden. Da kommen sie. Waren da nicht mehr? Das waren noch nicht nur drei. Wieso kommen jetzt nur drei Leute auf mich zu? Aber das Spiel denkt, ich schaff's sonst nicht. Da ist er doch hier. So, das waren jetzt vier. Waren das nur vier? Okay, da hinten sind auf jeden Fall auch noch welche. Oh, das ist ein großer. Nee, da wollen wir nicht drauf zustimmen. What the fuck? Aber er stimmt auf mich zu. Ich komme mal von hier hinten. Wo sind sie denn? Wieso was Rotes vor mir? Hier, Geist, mach mal dein Ding.
Und ich beschütze dich währenddessen. Weißt du, was zum Fallen Fallen wollen Zugriff auf diese Maschinen. Aber irgendetwas wehrt sich. Noch können wir es nicht zerstören. Aha. Es wird noch dauern. Ja. Mach hin, Geist. Ich krieg jetzt nämlich Besuch. Ich hab euch kein Besuchsrecht eingeräumt. Warte mal kurz. Das war doof geworfen, glaube ich, oder? Ich versuche die, die jetzt hier am Rand sind, als erstes wegzumachen. Linie. Ah, geh zu deinen Freunden. Kam hier nicht noch so ein großer leuchtender Ball oder Auge? Ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so sicher. Oh Gott! Kommst du her hier? Oh, kommst du her? Hallo. Oma. Oh. Hallo. Guten Tag. Oh, wo kommen die denn alle her? Hier auf einmal. Hallo. Hallo. Alte. Ja, steht alle. Ey, das ist so ein bisschen, ne? Auf einmal stehen die alle um mich rum. Wo ich mir denke, schön geiles Spawn-System. Best of. Also bleib ich jetzt hier stehen. Das kannst du ja gar nicht handeln, wenn die auf einmal rechts, links, oben, unten und so zu einer Deckung nehmen. Mist, das war's jetzt echt. Stirb! Wir kommen so lange wieder bis... der Geist fertig ist, ne? Hey, der Witzka. Ich sag mal so, also mit mehreren Leuten ist sowas natürlich einfacher, ne? Ich quäl mich natürlich alleine, aber es ist alleine auch machbar, ne? So ist ja nicht. Ist ja jetzt nicht so, dass man... Wie gesagt, wenn ich Glück hätte, dann würde ich das jetzt ja auch mit mehreren Leuten machen, aber ich hab kein Glück. Manchmal Zufalls passiert. Aber ich kann mich erinnern, in der Beta habe ich diese Mission jetzt auch allein gemacht. Himmel, Arsch und Zwirn. Gib mir schon ein bisschen auf die Eierstöcke, aber richtig. So richtig penetrant. So, so, so. So ruhig bleiben. Ich komme ja auch nicht mehr ran, diese Viechers. Lauf mal kurz da lang. Ne? Ah, steht da hinten und amüsiert sich, ne? Der Captain. Captain, mein Captain. Ja, von hinten, hä? Ja, nix da. Ich kann Bock drauf. Kann es sein, dass der Geist fertig ist? Hm, nicht ganz, wa? Oh, Alter, was für ein Gemetzel! Ich habe keine Muni mehr für die Waffe, ne? Klasse. Nein, wieso hat er die Waffe gewechselt? Nein, wieso wechselst du die Waffe, Alter? Oh. Oh, wo kommst du denn her?
So, sind wir jetzt fertig, oder? Da, ich hab doch gesagt, kommen da nicht diese Augen. Oh Gott, ich werde schon mal von sterben. Ach, die sind so nervig, die Viecher. Lass mal den Kleinen weg. Ich nehme jetzt ein Auge vor und dann das andere. Ich glaube, das waren nur zwei. Zwei reichen aber auch vollkommen aus. Das wird auch bald mein Endgegner. Ich glaube, bei Level 7 oder Level 8. Du bist aber gut jetzt hier. Die können sich so schön teleportieren, ne? Ich weiche nicht. Alter, ich habe aber jetzt hier schon wieder Levelfortschritt gemacht. Ist mal mitten in die Fresse hier. Okay, ich habe alles rausgezogen, was ich stehlen konnte. Wir sollten dieses Ding zerstören. Ja, sollten wir? Soll ich darauf schießen? Ich glaube, das ist kaputt. Mission Manet! Wegen der Fireball. Alte Erde. Russisch. Hör mal. Die Legenden stimmen. Es hat wirklich ein Kriegsgeist den Untergang überlebt. Ich habe meine ganze Munition verschossen, ey. Wann ist das denn? Eine KI zur Verteidigung der Erde. Er hat die Dunkelheit bekämpft und überlebt. Und er schützt etwas hier im Kosmodrom. Wir müssen irgendwie an ihn rankommen. Alter, ich will meine ganze Impulsgewehr-Munition. Ach, was ist denn mit meinem Super? Super habe ich immer noch nicht. Okili dokili. Kriege ich noch ein paar Prämien? Das war ja eine Folge, ey. Denkst du mal, ich kann noch schnell irgendwas dranhängen? Nix da. Schnell ist nicht. 37? Das nimmt sich gar nichts. Mal kurz. Abbauen. Abbauen. Kopfschutz 23. Achso, ich muss ihn erst auswählen. Da haben wir noch 24. Nee. Ja, den haben wir auch von unserem Boss gekriegt. Da kann ich noch irgendwas machen. Upgraden. Und zwar Impulsgewehrmunition. So. Und das können wir anlegen. Geil. So, Leute. Das war aber jetzt eine echt lange Folge. Chaosfaust. Endlich habe ich hier meine Chaosfaust. Gott sei Dank. Weil in hartnäckigen Situationen kann die echt einen das Leben retten. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Okay, Leute, ich mache für heute Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.